Sonntagsausgabe. Ob das gedruckt wird, weiß ich nicht. Ich müsste mal aufpassen, wenn morgen da so eine Zeitung im Briefkasten ist. Jedenfalls, ihr habt ja die Uraufführung und die will ich euch nicht vorenthalten. Also, die Winterwanderung der Nauheimer Weihnachtspyramide. Es war einmal, als im Jahre des Herrn Anno 2011 die Nauheimer Weihnachtspyramide endlich aus ihrem langen Sommerschlaf erwachte und die Werbefassade von ihr gewichen war. Da glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen, weil sich plötzlich eine riesige Baustelle vor ihren Füßen auftat. Das ist ja schrecklich, dachte sie. Sie überlegte, wie sie wohl wieder zu einem würdigeren Platz kommen könnte. Sie träumte einzigartig schönsten Weihnachtsmarkt der Vereine von Nauheim am 10. Dezember warten wollte. Ob dieser Wunsch wohl jemals in Erfüllung geht? Also in dem Zusammenhang mache ich natürlich ein bisschen Reklame für den Obst- und Gartenverein. Der Obst- und Gartenverein Nauheim trifft sich jedenfalls nach wie vor alle Jahre wieder am 27. Dezember am Alten Rathaus zu seiner beliebten Winterwanderung und wird dabei auch die traurige Weihnachtszeit